Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ja, wir haben wieder 9 Uhr in Deutschland, um genauer zu sein in Grimma, bei GNS Grimma. Der André, das ist der Chef von GNS Grimma, der hat hier unter anderem, wie man sieht, einen Phönix stehen, der einiges von uns bekommt. Und ja, wir lauschen dem André jetzt mal aufmerksam zu und hören mal, was er zu sagen hat. Damit kann man auch mal länger unterwegs sein. Wie schon gesagt, der Kunde hat uns erlaubt, ein Video über sein Fahrzeug zu drehen. Deswegen brauchen wir das Kennzeichen nicht unkenntlich machen. Viel Stauraum, sehr schönes Fahrzeug. Viel Platz in der Heckgarage, sehr, sehr viel Platz. Hinten noch die ausziehbare Heckstoßstange für den großen Roller oder für das kleinere Motorrad. Die Tragfähigkeit ist gegeben. Der Kunde sagte, das Fahrzeug ist ca. 1,5-2 Jahre alt. Das sieht man auch, ist alles etwas moderner. Ich hatte schon mal einen Phönix, der war auch auf Iveco-Basis. War aber ein etwas älteres Fahrzeug. Dieser hier ist relativ neu. Und wie das auf dem Dach aussieht, das gucken wir uns gleich mal an. Wie gesagt, er hat eine Oyster Connect von uns bekommen. Ist auch sehr viel unterwegs mit dem Fahrzeug und braucht das nötige Internet. Und da ist natürlich die beste Alternative eine Oyster Connect. Die haben wir aufgebaut und die gucken wir uns jetzt mal an. So, wir sind auf dem Dach von dem Phönix. Hier vorne haben wir zwei Blackline-Module von Büttner. Die waren schon drauf. Das ist nicht unser Standard. Würde bei uns nicht so aussehen. Das überlassen wir jetzt mal dem Zuschauer, wie er das findet. Bei uns würden die Kabel schön im Kabelkanal liegen und auch eine ordentliche Dachdurchführung. Das ist unsere Arbeit, unsere Oyster Connect, die Outdoor Unit, das ist unsere Dachdurchführung. Alles fein verklebt, ordentlich. Hier habe ich noch offene Schraubenköpfe gesehen, die habe ich mit verklebt. Das restliche Dach sieht so aus, ein kleines Black-Kontaktmodul, die Drummer, Klimaanlage, die große Oyster, das große Heckfenster. Wäre sogar noch Platz für das ein oder andere Solarmodul. Der Kunde kommt gleich, dann kann er selber noch mal hochgucken. Das ist alles betriebsbereit, es funktioniert alles. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo wir die Indoor-Unit von der Oyster Connect eingebracht haben. Die ist hier oben. Da haben wir unsere Dachdurchführung. Da ist die Oyster Connect, die Indoor-Unit von der Oyster Connect. Ja, danke André für die Erläuterungen hier. Der André ist in Grimma, der Konfigurationsspezialist, der geht jetzt hier gerade in die Oyster Connect Konfigurationssoftware, stellt das alles ein, macht die ersten Tests für WLAN und für LTE, ist ja klar, damit hat der Kunde nichts zu tun und machen wir natürlich im Vorfeld alles. Der Kunde oder in dem Fall der Besitzer von dem Phönix, der braucht nachher nur noch auf ein Knöpfchen zu drücken und zwar nur auf eins. Ja, und das ist eine Ein- und eine Ausschalttaste und dann geht es auch schon direkt los und dann kann er noch wählen, entweder hier, wie man sieht, über die Konfigurationssoftware, da ist LTE und oben rechts ist WLAN oder direkt an der Indoor-Box. Das ist alles relativ einfach. Der André erklärt dem Kunden natürlich nachher noch, wie das alles funktioniert und auf welche Knöpfe der drücken muss. Ja, in dem Sinne wünsche ich dem André noch weiterhin viel Spaß
hier bei der Einrichtung. Euch allen bleibt gesund, euer Guido von GNSTV.